Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Two Point Campus. Aktuell läuft das alles andere als rund. Ein kleines Plus haben wir hinbekommen. Jetzt muss ich aber gerade noch mal überlegen. Wir brauchen ganz dringend Geld, weil wir noch ein... Was müssen wir nochmal bauen? Ein Tonstudio und weiteres brauchen wir, genau. Ich glaube, meine Hoffnung lag darauf, dass wir das Darlehen hier rechtzeitig abbezahlt bekommen. Und dann genug Geld übrig bleibt. Wenn nicht, dann werde ich wohl oder übel das Level hier neu starten dürfen. Hilft ja alles nix. Könnte ich mal ein bisschen schneller und effektiver lernen, ihr Lieben? Assistent in die Bibliothek, bitte. Danke. So, das war's jetzt leider mit dem Lernen, habe ich so das Gefühl, deswegen... Ach, da wird nix. Glaube ich, das könnte schwierig werden. Ich glaube, mein Fehler war, ich habe zu schnell die Studiengänge erweitert und deswegen die Anforderungen zu hoch geschraubt. Weil ich brauche ja erstmal Studenten, die das vom, die den ganzen Lohn, den ich an meinen Mitarbeitern zahlen darf, ja auch erstmal auffangen. Ja, das wird sowas von nichts. Weil ich nehme zwar das Darlehen auf, zack, das sind aber nur 100.000. Jetzt habe ich gerade mal 9.000 plus, davon kann ich kein Tonstudio kaufen, oder? Nee. Aber es fällt nicht mehr so viel. Wer durchfällt, sollte es vielleicht mit etwas anderem versuchen. Deswegen, das wäre super, wenn jetzt irgendwer mal lernen würde, aber... So, 12.000. Okay, 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 das reicht. Tonstudio. 4x4. Och, Gott sei Dank. Leute, was ein Fotofinish! Meine Herren, ey. Oh. Okay, gut. Dann können wir das Tempo jetzt wieder anziehen. Ach, Gott sei Dank. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht nächstes Semester noch irgendwelche Anforderungen, weil das könnte mir tatsächlich das Genick brechen. Wie sieht es mit den Darlehen aus? Eieieiei. Da kommt die Liebestrompete, die können wir wohl platzieren. Zack. Denn hier bei Radio Two Point kommt jetzt die Harrison Wolf Show. Und das wird eine wilde Tour. Und ich glaube... Hallöchen. Ich möchte mal wieder ein Open Mic starten. Mit den süßen Klängen aus dem Untergrund. Wir haben heute eine tolle Show geplant. Aber erstmal sollte ich wohl das Licht einschalten. Gleich. So, da war nicht viel mit Lernen. Wir haben nur noch sehr viele Anforderungen. Aber die werden noch ein bisschen Zeit benötigen. Hausmeister im Schlafsaal benötigt. Keine Ahnung, warum ich den Raum so viel, dem Raum hier so viel Platz gegeben habe. Sieht es hier aus mit Geldprojekten? Gibt noch nicht. Ach so, weil hier die Startkosten von 500 fehlen. Hm, schade aber auch. Halt, jetzt aber. Leute, mit etwas Glück könnte es tatsächlich was werden. So nach und nach. SZ-Party kriegen wir die noch unter? Yes, die kriegen wir noch unter. Eine Rabenlampe, ach, die kriegen wir doch auch hier rein. Zack. Monitor. Egal wie groß der Druck auch sein mag. Hier wird Monitor benötigt. Auf Campus-Eigentum ist verboten. Hm. Egal, lassen wir das einfach mal so stehen. Na, wie viel Minus machen wir?
An sich geht das doch, ja. Ein deutliches Plus haben wir sogar gemacht. 38.000, Leute. Ich habe langsam Hoffnung, dass wir dieses Level doch noch irgendwie zu einem vernünftigen Abschluss bringen. Yay! So, ich habe doch eine Weiterbildung für irgendeinen Dozenten gehabt, oder? Ja, ich glaube für dich. Ja, ist gerade zu teuer, okay. Ach, guck mal, ist ja schon hier freiwillig am Lernen. Da ist jemand sehr wissbegierig. Aufnahmekabine benötigt. Ja, würde ich ja gerne geben. Dafür haben wir eine ganz besondere Schublade. Kann ich mal dahin? Zimmer bearbeiten, so. Das schalten wir frei. Und eins gönnen wir uns jetzt tatsächlich einfach mal. Zack. So, nun ein relativ kleines Minus. Es bleibt leider ein Minus, ja. Viele Leute fragen mich, Harrison, aber Hauptsache, was kann der ich tun, um passt. Subversiver zu leben? Tja, der erste Fehler ist schon die Frage. Welcher Rebell folgt denn schon Anweisungen? Packt das Spielzeug aus, werft die Anleitung. So, wir brauchen jetzt nur noch euch aus dem Karton eine tolle den Mitarbeiter auf Stufe 5 im Bereich Musik zu bringen. Habe ich heute nur noch ist gut. Ideen für euch, wie ihr dem Establishment so richtig eins auswischen könnt. Hat ja auch noch einen gewissen Aufwand mit sich bringen, leider. Ich sollte schon, dass ich... ich habe ja jetzt zwei Nachhilfezimmer, aber... Vielleicht sollte ich mal mehr Studenten zur Nachhilfe schicken. Das würde ja auch direkt wieder zu Geld führen. Aber ich warte jetzt erstmal das Semesterende ab. Denn das ist ja jetzt jeden Moment. So. Ach nein! Ich brauche noch einen Vorlesungssaal, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich war immerhin 10.000 hierdurch bekommen. Boah, da brauche ich 4 weitere Dozenten. Okay, nee, das lasse ich erstmal. Wie sieht's hier aus? Nee, das ist alles zu teuer. Aber ich finde es gut, dass wir jetzt, dass uns das endlich mal aufgefallen ist, was wir alles brauchen. Ich muss es leider erstmal so lassen. Ich habe nur 9. Ach du. Ja, Leute. So, wie gewonnen, so zerronnen. Ich glaube, das war's mit meiner Hoffnung. Weil mir fehlt ein Vorlesungssaal. Es sei denn. Moment, stopp. Wie viel kriege ich, wenn ich den verkaufe? 8.000. Für Gegenkulturwissenschaft. Warte mal, ich überlege gerade, von welchen Räumlichkeiten ich mich am ehesten trennen könnte. Ich glaube von der Weiterbildung. Ja, und das würde mir den Hintern retten. So, dann mach, komm, wir machen es, wir verkaufen dich. Verkaufen dich. Machen dafür einen... Nein, das reicht aber noch nicht! Gibt's doch nicht. Ja. Und nun? Ja, ich verkaufe dich jetzt einfach. Es hat ja keinen Sinn. Sonst hilft ja nichts. Wir brauchen ja jetzt den Vorlesungssaal. Kommst du einfach mal hier hin? Ein Leben ohne Duschen ist theoretisch möglich, aber sehr einsam. Jetzt guck mal hier. Du bist doch perfekt, wenn auch teuer. Zack. Okay, dann lösen wir mal direkt das Darlehen hier ab. Jetzt haben wir weder Forschung noch Weiterbildung. Was zugegebenermaßen nicht so toll ist, aber das können wir im Nachgang auch ohne weiteres ändern. Ein großes Buch wollt ihr haben, ja bitte, gönnt euch. Jetzt gerade habe ich ja ein paar Taler über. Speedwalking-Rad kommt ja auch rein.
So, katastrophales Minus, aber das war ja abzusehen. Hauptsache, wir haben alle Anforderungen erfüllt. Entenstrauch, ja, irgendwann mal. Hey, hört mir mal zu. Frühstück ist nicht mehr als ein Konzept. Eine weitere Lektion, die man euch eingetrichtert hat, um jeden Aspekt eures Lebens durchzustrukturieren. Ach, das Darlehen werde ich mir jetzt, glaube ich, mal aufhalten, weil ich brauche das für solche Notfälle, falls ich doch nochmal einen Vorlesungssaal oder sowas brauche. Und ein Glas frische Limonade. Nehmt das. Mach ich jetzt wieder ein Forschungslabor hin? Benötigt. Ja, jetzt reicht natürlich das Geld wieder nicht. Zack. So, damit bitte weitermachen. So, 100.000 Bungle-Bonus macht Gewinn von 36.000. Sehr schön, bitte noch mehr Lerneffekte, ihr Lieben. Hier mache ich jetzt einfach mal einen zweiten Dozenten rein. Ich meine, während der Vorlesung hat eh keiner Zeit. Aber hier haben wir einen etwas größeren Blocker, wo Luft ist. So, ihr Lieben, lernt und bringt mir Geld in die Kassen. Ich sage, gesunder Körper, gesunder Geist. Ja, das stammt von mir. Na, immerhin zwei weitere Bewerber und 10 Kudosch. Nehme ich doch gerne. Mehr Geld wäre mir zwar lieber, aber... So, du wirst erstmal sowas von zur Nachhilfe geschickt. Nachhilfe. Nachhilfe. Alles, was die Note D oder schlechter hat, schicke ich jetzt zur Nachhilfe. 16.000, sehr schön, es läuft. Das Feier des Tages. Wir machen wieder Open Mic, denn dann kriegt ihr alle so schöne Lerneffekte. Im Dezember. Um die entsprechende Lerneffektlücke zu überbrücken. Was ist denn bei dir? Danke. Möchtest du aufgeben? Ja, dann geh doch zur Seelsorge und zum Dings. Roderick besucht mich, sehr schön. Ja, ihr geht alle zur Nachhilfe. Das ist gut, ist eine gute Idee. Ja, Mist, das reicht für keines der beiden Darlehen. Ich werde hier meine Weiterbildungseinrichtung wieder machen, sobald ich das nötige Kleingeld habe. Ja, Prestige-Stufe 5 hat es doch schon. Ach, der braucht 7. Ja, okay. Gucke ich mir später an. Vielleicht mache ich's. Egal wie groß der Druck auch sein mag. Verlässt Campus, abgegangen. Ja, schade. Campus-Eigentum ist verboten. Aber wer nicht will, der hat schon. Oder wie war das? Ja, doch. So, 40.000 kostet das Weiterbildungszimmer. Darauf spare ich jetzt gerade erstmal hin. Komm, eine Harfe geht ja wohl. Einfach irgendwo? Gut, stellen wir da ein. Hier bei Jumbo gilt unsere größte Aufmerksamkeit unseren Angestellten. Deshalb bekommen Sie das Jumbo-Paket. Ja, ich glaube, das wird jetzt diesen Monat nicht mehr reichen. Toilettenersatz, einen Schluck Milch, Beinfreiheit, Zahnoperationen, zusätzliche Kopfstützen und unser berühmtes Datensystem-Analyse-Trainingsprogrammsystem, auch bekannt als DSA-TPS. So. Ich bin Jumbo McNally und ich wünschte, ich würde 5.000 von ihm, sehr schön. Tanzfläche, ja, würde ich euch ja gerne geben. Und die ganzen anderen spürt es auch, aber da fehlt mir wieder Kleingeld. Also lernt fleißig, dann kriegt ihr auch alles.
So, jetzt hier rein mit euch. Zack. Und lernen, 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 ihr Lieben. So, guck, da kommt auch wieder Geld rein. Durchsage, gesunder Körper, gesunder Geist. Ja, das stammt von mir. Eine Liebesbank, die können wir uns mal gönnen. Hier brauchen wir einen Monitor. Haben wir den noch gar nicht freigeschaltet? Ne, das sind Diagramme. Hä, wo haben wir denn hier einen Monitor, bitte? Ist natürlich toll, dass das die ganze Zeit so hin und her springt. Ne. 122.000! Boah, jetzt haben wir aber meinen rausgehauen. Ach, das muss ich mit Forschung freischalten erstmal, okay. Komm, wir ziehen das jetzt mal ein bisschen auseinander. Das kommt jetzt hier hin. Fertig. Komm, eine Tanzfläche können wir ja mal platzieren. Zack. Ja, komm, zwei. Gönnen wir uns mal. Das Set-Party kriegen wir hin. Und wir richten nochmal schnell ein Open Mic ein. So, im April, damit ihr da währenddessen ein bisschen Lerneffekte erzielt. Machen die Darlehen. Oh, das hier ist bald abgelaufen. Sehr gut. Dann habe ich so langsam ein bisschen weniger Sorge. Aber gut, ihr Lieben, wir machen an der Stelle einen kleinen Cut. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns wie immer wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüssikowski.